So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen. Wir haben heute wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Und zwar wollen wir heute Booster testen. Gefühlt neue Booster-Sorten. Also zwei Stücke habe ich auf jeden Fall noch gar nicht gesehen. Das ist einmal Booster Pomme-Granate. Geht mir gleich alles nieder. Pomme-Grenade, also Granatapfel müsste das sein. Habt ihr schon mal Booster Granatapfel gesehen? Und die andere Sorte ist diese hier. Booster Cactus Fruit, also Kaktusfrucht. Gefühlt Kaktusfrucht kenne ich von irgendwelchen Schöfferhofer Weizengetränke, aber Booster habe ich noch nicht gehabt. Ich habe aber noch einmal hier Booster Sweet Wave Wild Cherry Taste, die, ich habe komplett den Überblick verloren, ich weiß gar nicht, ob ich die schon mal hatte. Ich hatte mal irgendwie Strawberry Kiss, aber Sweet Wave, Wildkirsch, ich glaube, davon hat letztens jemand geredet im Stream. Ich habe es aber nicht auf dem Schirm gehabt. Aber deswegen haben wir gleichzeitig ja noch hier Berry Kiss Strawberry Cream. Und das ist der heftige Unterschied zu den komischen Colas, die wir das letzte Mal hatten. Da war nämlich auch Strawberry Cream dabei. Aber Zero, und das ist jetzt aber richtig Booster Original mit Zucker. Ich möchte die mal alle wieder hier reinhalten, damit ihr das so seht. Das sind die Booster-Sorten, die wir heute haben. Die wir heute testen werden. Ich stelle die alle hier rüber. Ich werde mich... Was nehmen wir denn zuerst? Wir nehmen erstmal das auf die dicken Bierglas und sagen, da werden wir am Ende alle zusammen testen. Wir fangen einfach mal an hier mit dem, was ich eigentlich kennen müsste. Das Booster Berry Kiss Strawberry Cream. Also Erdbeersahne von Booster. Ist jetzt alles wieder nicht gekühlt. Steht die ganze Zeit hier einfach immer in der Küche rum. Schenkt man mal ein. Sieht natürlich leicht rosa aus. Hat eine super Färbung. Guckt euch das an. Sieht richtig genial aus. Riecht schön fruchtig. Riecht total süß. Richtig süßes Bonbon-Wasser. Und schmeckt auch richtig süß. Richtig genial, aber auch richtig erdbeerig. Und richtig sahnig und richtig vollmundig. Und im Gegensatz zu dieser Zero Cola ist das was, das würde ich sogar öfters trinken, obwohl es natürlich bestimmt mega ungesund ist und euch alles verklebt. Aber das ist einfach was Besonderes. Wer sowieso jeden Tag 10 Beutel Campino Bonbons frisst, der kann auch dieses Booster probieren und hat das dann in Flüssigform. Design finde ich übelst genial, sieht cool aus, macht gute Laune. Und schmeckt einfach. Erdbeersahne, wer Erdbeersahne-Freunde ist, kommt da voll auf seine Kosten. Dieses Design finde ich nicht so cool, weil es ist einfach so, naja, weiß nicht, da sind lauter Striche drauf, hier sind auch Striche drauf, aber das ist halt so unscheinbar, weil halt trotzdem alles rot ist. Sweet Wave Wild Cherry Taste. Ich bin jetzt nicht so der Kirschfreund, aber wer Kirschen mag, der findet das bestimmt auch gut. Wenn ich es einschenke, sehe ich schon auch wieder eine rötliche Färbung. Aber viel, viel dunkler, viel, viel kräftiger. Seht ihr das? Das sieht richtig brutal dunkelkirschartig aus. Wildkirsche, Wild Cherry Taste. Boah. Ja, es schmeckt genauso, wie es eigentlich schmecken muss. Es gibt ja Kirschen, die schmecken einfach nur nach Kirschen. Und dann gibt es diese Cocktailkirschen, die oben da mal aufs Eis oder so draufgepackt sind, die so einen richtig penetranten Geschmack haben. Und genauso schmeckt das, richtig penetrant kirschig. Aber wem der Geschmack zusagt, wird hier auch voll auf seine Kosten kommen, weil ihr einfach komplett diesen kirschig-fruchtigen Geschmack habt, der genau original ist. Wir haben also die Cocktailkirschen, wir haben die Campinos und jetzt bin ich mal gespannt auf Kaktusfrucht und Granatapfel. Die können eigentlich jetzt schon dagegen nicht mehr ankommen, weil das eben richtig stark brutal ist. Wir machen mal mit Granatapfel weiter. Das sieht halt sehr unspektakulär aus. Ich weiß gar nicht, wie Granatapfel schmeckt. Ist das bitter? Nee, bitter ist hier das andere. Wie heißt das andere? Hagebutte. Nee, was?
Es gibt komische Sachen, egal. Wir gucken uns das mal an. Sieht aus wie das von eben. Kirschig, rot, dunkel, aber... Riecht komplett neutral, riecht irgendwie nach nichts, nach Luft, wie wenn ich jetzt Luft habe. Cranberry meine ich, genau. Wie Cranberry. Cranberry ist ein bisschen bitter, aber das ist ja Granatapfel. Wie schmeckt Granatapfel? Da bin ich mal gespannt. Ja, hat auch eine süßliche Note. Ist nicht so aufdringlich. Ich glaube, wenn ich der Mama die zwei zeigen würde, würde die sagen, oh, ich geh weg mit dem Zeug, das ist ja widerlich und sonst was. Ich glaube, bei Granatapfel wäre das die erste Sorte, wo sie sagen würde, das ist okay, das kann man trinken. Das hat wirklich eine kleine Apfelnote, aber irgendwie einen anderen Geschmack. Nicht, es geht in eine Apfelrichtung auf jeden Fall. Es ist Granatapfel, es geht in eine Apfelrichtung, aber es ist nicht so extrem brachial süß. Es ist eher... bisschen unscheinbar, aber es schmeckt nicht so pappig wie die Zerro-Getränke. Also Granatapfel besser als gedacht. Kann man natürlich auch trinken. Und die gefällt mir besonders von der Farbe her, weil die halt einfach richtig grün ist. Das ist die Kaktusfrucht. Wie schmeckt Kaktusfrucht? Wir finden es gleich raus, wenn wir die mal einschenken. Weil wenn alles auf ist, muss ich auch alles heute noch trinken. Das passt ja richtig genial. Die zwei extra stark roten von der Farbe her stehen dort, das leicht rosane steht hier und das, was auch eher so durchsichtig ist und auch wieder eher in die zartrosane, dunkelrosane Richtung geht, aber nicht in die rötliche, ist das super kombiniert, die zwei dort, die zwei da, aber trotzdem alles rot. Riecht ein bisschen nach Seife, bisschen seifig, mal gucken, wie es schmeckt, Kaktusfrucht. Schmeckt auch, hat aber irgendwie so eine Parfümnote, ich kann es nicht beschreiben, für mich hat das irgendeine Parfümnote, kann ich nicht sagen, wie, wo, was, aber ist trotzdem auch ganz gut, ich finde immer noch Booster, extrem coole Marke, wie 4Bro bei Eistee ist Booster bei Energy Drinks eigentlich meine Lieblingsmarke, aber übertreibt es halt nicht, ja, sauft nicht jeden Tag das ganze Zeug, wir füllen jetzt mal hier Kirsche und Erdbeer gleichzeitig ein, bis wir ungefähr bei der Hälfte sind. So, jetzt schütten wir mal Cranberry und Granatapfel und Kaktusfrucht hinterher. Jetzt haben wir unser Mischmaschgetränk aus allen vier Sorten gemacht. Das sieht jetzt so aus. Guckt euch das an. Das ist das Mischmaschgetränk. Das werden wir jetzt zum Ende trinken. Riecht auf jeden Fall sehr interessant, sehr süßlich. Dann würde ich sagen, das war's. Von meiner Seite aus, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich kann eigentlich alle vier Sorten empfehlen. Booster ist halt was Besonderes, ist auch nicht so teuer und ist für mich eine coole Marke. Ich mag einfach Booster, ja. Mögt ihr auch Booster? Schreibt es mir in die Kommentare oder was sind eure Lieblings-Energy-Drinks. Ansonsten Peace out, vorhaut. Euer Ramses. So ein schöner Kirschgeschmack hinterher, so ein Kirschgeruch. Ich weiß, ich finde es immer noch, wenn du es insgesamt trinkst, einfach am besten. Da hast du einfach alles wie ein riesen Bonbonglas, wo du dich reinschmeißt. Ist aber alles badwarm, ist alles sehr schaumig gekühlt, ist es bestimmt alles nochmal besser. Jetzt kommt es in den Kühlschrank und im Laufe des Tages werde ich das nach und nach dann vielleicht trinken. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.